Heute geht es um den Bio-Austria-Tierwohl-Leitfaden Rind. Das ist ein Tool, mit dem Betriebe selbst auf ihrem eigenen Betrieb das Tierwohl messen können. Und wir schauen uns heute an, wie das in der Praxis ausschaut. Als erstes schauen wir uns den Ernährungszustand von der Kuh an, weil das auch ein wichtiges Tierwohlkriterium ist, wie gut die Kuh mit Nährstoffen versorgt ist. Sie sollte nicht zu mager, aber auch nicht zu fett sein. Und diese Kuh, würde ich sagen, von dem her, wie der Schwanzansatz und die Hüftknochen aussehen und auch der Rippenbereich und Wirbelsäulenbereich, würde ich sagen, diese Kuh ist von der Körperkondition her gut. Also weder zu fett noch zu mager, passt genau. Was wir uns auch anschauen, ist das Gangbild. Also werden alle Füße gleichmäßig belastet beim Gehen oder ist irgendeine Lahmheit, weil das einfach auch ein Zeichen von Tierwohl ist, ob die Kuh schmerzfrei gehen kann. Es ist auch sehr wichtig, dass die Kühe gut mit Wasser versorgt sind. Eine Kuh kann am Tag bis zu 100 Liter oder mehr trinken und bevorzugt trinken Kühe aus offenen Wasserflächen, wo sie das Flotz mal eintauchen können.